Wir haben darauf verzichtet, unseren Film in einem bestimmten Land anzusiedeln. Denn was er erzählt, geschah und geschieht an vielen Stellen der Welt. Es ist also gleich, ob die Hauptbetroffenen aus dem fernen Osten stammen oder aus einem unserer Nachbarländer oder ob wir ihnen einfachheitshalber deutsche Namen geben. Jesse Krüger, Benno Perlitz, Max Beutner, Fürchte Gott Plischke, Professor Dr. Dr. Gumoll, Wolfgang Hartung. Fangen wir bei Herrn Hartung an. Seine Schwester, Frau Lena Forche von drüben aus Stahlfurt, ist bei ihm zu Besuch. Aber dieses lang ersehnte erste Wiedersehen seit seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft verläuft nicht sehr harmonisch. Weil er ein anderer Mensch geworden sei, meint Lena. Zu gut geschult. Heute nimmt er sie in eine Hausversammlung mit. Für die Befreiung der noch versklavten Menschheit. Wow. Nicht nur ein bisschen Sand in den Augen. Und deshalb fordere ich, dass sich jeder von uns nach Erfüllung von seinem Soll täglich mindestens zwei Stunden im Wahlausschuss zum freiwilligen Einsatz zur Verfügung stellt. Ihr habt den Antrag unseres Hausgenossen gehört. Ich bitte darüber abzustimmen. Wer dafür ist, Hand hoch. Hört mal nachzählen. Einstimmig angenommen. Abends streiten sie in seinem Zimmer. Einer von den Leuten heute Vormittag glaubt das, was er notgedrungen aus Angst. Aus Angst? Ist ja lächerlich. Kein Mensch hat hier Angst. Wovor auch? Sieh dir unsere Umzüge an. So ein Bart. Unsere Massenversammlung, unsere Friedenskundgebungen. Eure freiwilligen Opfer. Hör auf. Du bist ja vollkommen verhetzt. Ach so, ich bin verhetzt. Du hast ja überhaupt keine eigene Meinung mehr. Was, ich? Ich, Wolfgang? Ich stelle die Dinge einfach auf den Kopf. Ihr sagt, das Papier hier ist schwarz. Und wer das nicht glaubt, das ist ein Reaktionär. Und also glaubt langsam auch jeder, dass es schwarz ist. Warum? Aus Angst. Jeder hier hat Angst, immer und überall. Auch hier im Haus. Meine Leute? Du bist ja verrückt. Warum lachst du? Ich dachte nur eben, probier's doch aus, wenn du so sicher bist. Ich schicke Ihnen doch irgendeine anonyme Warnung. Etwa, alles ist herausgekommen, türmt, solange es noch Zeit ist. Na? Und wenn ich täte, was dann? Schon ließen Sie alles stehen und liegen und türmten eben. Ist ja Quatsch. Für jeden in diesem Hause lege ich die Hand ins Feuer. Arme Hand. Und ich fresse einen Besen, wenn ich nicht recht habe. Dann reist sie ab. Aber was sie gesagt hatte, bleibt da und quält den Hausvertrauensmann. Er wählt Hausbewohner der verschiedensten Lebenskreise für das große Experiment. Er schreibt an die Lehrerin, den Pressezeichner, den Volksrichter, den Lebensmittelkrämer, den Universitätsprofessor. Es ist 6 Uhr morgens. Er will erst nach oben und dann zu Plischkes und Professors. Die Briefe brennen ihm in der Hand. Aber er muss unbedingt Gewissheit haben. Wir setzen die morgendliche Warnsendung für unsere Landsleute jenseits des Angstbehanges fort. Warnen vor Benno Perlitz, Pressezeichner.
warnen nochmal vor Benno Perlitz, Pressezeichner. Da steht, getippt, ohne Unterschrift, nur mit der berühmten symbolischen Turteltaube unterstempelt. Es ist alles herausgekommen. Retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Näheres und Hilfsmöglichkeiten. In Stahlfurt postlagernd, unter Turteltaube Nummer 5. Ilse Krüger denkt nicht, was ist eigentlich herausgekommen? Auch nicht, wer hat mich angezeigt? Sie denkt bloß, weg, weg, egal wie. Und sie denkt, schlimm, dass ich mich jetzt gerade mit Max verkracht habe. Aber so kann ich doch nicht weg von ihm. Trotz allem, so nicht. Beutner ist gar nicht so überrascht. Einmal kommt eben jeder dran. Er denkt, reaktionär ist Ilse. Kirchenschwimmel hat sie auch. Aber mich anzeigen? Nee, das nicht. Ach, du? Ach, du? Perlitz hatte gerade zwei persönliche Gegner als Reaktionäre hochgehen lassen. Lubowski und Müller 4. Ob die Warnung aus diesen Kreisen stammt? Schließlich auch Pipegal, denkt er. Nicht sie weg, aber der Brief. Verdammt, das Klo ist wieder besetzt. Dann soll ich ihn wohl behalten, denkt er. Mal sehen, wozu es gut ist. Schwiegermutter hat bereits gepackt, denkt der Professor. Es tut mir leid, aber wir dürfen uns mit nichts Überflüssigem belasten. Das Leben bedeutet hat. Draußen rauscht es eindeutig. Weg rauscht der gefährliche Brief.
Hartung wird unruhig. Wie, wenn meine Schwester nun doch recht hat, denkt er. Unsinn, unmöglich. Ich kenne doch meine Schäfchen. Das Fenster zieht ihn trotzdem an. Da müssten sie ja vorbeikommen. Tatsächlich. Und auch noch Perlitz, der Gefährlichste. Und da, Ilse Kröger. Wie sie vor ihm davonläuft. Familie Gumoll. Ein Volksordner kommt herüber. Also lieber weg. Zur nächsten Haltestelle. Beutner? Jetzt sind 4 von den 5 Briefempfängern aus dem Haus. Sie lassen Existenz und Wohnung und Freundschaft im Stich und ziehen ins Nichts. Warum? Warum nur? Und da, die Vollfamilie Plischke. Besser kann sie ihre Flucht nicht tarnen. Ich habe verloren, denkt Hartung. Und was wird nun aus den armen Teufeln? Wie kommen sie herüber? Wie werden sie empfangen? Alle 5, sagst du? Er und sie und die 3 Bengels. Ich sehe bloß ich. Alle 5, sage ich dir, und mit Rucksäcken. Fürchterlich. Die werden doch nicht. Meine Schwester. Komm, leise. Nein, ich war auf. Sei freundlich, Friedrich. Ich warne dich, Lisbeth. Denk an Mulles. 3 Monate haben sie schon lieber verbannt von Drüben. Nein, sowas. Familie Plischke. Und eure Jungen, so groß geworden. Das ist aber keine Freude. Ich will wieder. Ausgezeichnet. Sehr gut. Erzählt doch mal, wo kommt ihr denn her? Aber ist doch klar, kleine Erholungsreise. Erholungsreise. Ach, Lisbeth, wenn ihr wüsstet. Alle 3 sagt ihr? Ja. Und sagt ihr, warum die Schuhe oder nur mit Rucksäcken? Ja, was machen wir denn? Nichts? Nicht auch? Das geht doch nicht. Sie wissen doch längst, dass wir hier sind. Außerdem sind sie vielleicht in Not. Man kann doch nicht jedem helfen. Richard ist immerhin mein Bruder. Arthur, ich warne dich. Denk an Liesekamps. 4 Monate lang haben die schon liebe Verwandte von drüben zu Gast. Aber ich bitte dich trotzdem, komm doch. Und sei bitte freundlich zu ihm. Was freundlich? Na sowas. Richard! Das ist doch wirklich Familie eine Freude. Gumoll komplett. Ach, und da ist ja auch unsere liebe Frau Baron. Na, erzähl doch mal, wie seid ihr denn so plötzlich hergekommen? Naja, eine kleine Vergnügungsreise, irgendein philosophischer Friedenskongress. Ach, lieber Gott, Vergnügungsreise. Wir sind getürmt, liebe Schwägerin. Was? Na, darüber werden wir noch weiteres hören. Ihr bleibt doch ein paar Tage. Ein paar Tage nur, wenn ihr uns nur fürs erste Mal aufnehmen könntet. Aber selbstverständlich. Gut, wir sind natürlich auch ein wenig beengt. Es wird schon gehen. Mensch, dass ich dich gleich gefunden habe. Und dass du endlich da bist. Was heißt endlich? Dass das endlich mal dick alles. Bist du hier türmt? Woher weißt du? Dumme Frage. Warst doch längst überfällig. Du, Max, da wird sich aber meine Martha freuen. Da drüben wohnen wir schon. Bleibst natürlich erstmal bei uns. Wird ein bisschen eng sein, aber umso gemütlicher. Meinst du nicht auch? Bestimmt, Heini. Turteltaube Nummer 1. Das muss ein Irrtum sein, Fräulein. Wenn Sie vielleicht lesen würden, was drin steht. Ich komme von drüben. Und gehen Sie zu Frau Lena Forche, Frauenbeilage, Stahlfurter Nachrichten, Plankstraße 76, Dritte. Lieber Gott, sollte das etwas... Kommen Sie herein, Fräulein Krüger. Kommen Sie herein. Ich kann auch nicht mehr weiter. Ja, so war's. Genau so. Plischke musste begeistert reden, weil sie ihm gerade seinen Laden enteignet hatten. Auf die kalte Tour. Max hat mir das gleich hinterher erzählt. Wer ist Max? Ach,
armes Kind. Aber dass Ihr Bruder das alles angerichtet hat, dass der den Postlagerbrief geschrieben hat. Tja, muss wohl so sein. Wahrscheinlich, um mir zu beweisen, wie unrecht ich habe. Vielleicht auch, um seine eigene innere Unsicherheit loszuwerden. Gespenstisch wie. Und deswegen musste ich weg. Deswegen. So schlimm. Was soll denn aus mir werden? Ich will nicht in ein Lager. Und ich kenne doch niemand in diesem fremden Land. So weit ist es also schon gekommen. In diesem fremden Land. Seit dieser Stunde zittert Lena Forche vor noch mehr Turteltauben. Und richtig, Nummer 5 sitzt schon hinter der Tür. Dieser Brief wird Ihnen wahrscheinlich besser als viele Worte klar machen, was mich zu Ihnen führt. Es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht. So, merkwürdig. Ich musste nämlich aufgrund einer anonymen Warnung mit meiner Familie von drüben fliehen. Schrecklich. Hatten Sie den Grund zu dieser überstürzten Flucht? Es sind im letzten Halbjahr allein aus meiner Bekanntschaft 5 Personen am frühen Morgen abgeholt worden und seitdem nicht wieder aufgetaucht. Sie hatten auch nicht mehr begangen als wir. Nein. Tja. Sie können mir also nicht erklären, Frau Forche, weshalb mich dieser Brief gerade zu Ihnen führt? Nein, wirklich nicht. Sagen Sie mal, kennen wir uns nicht schon von irgendwoher? Ich wüsste nicht, Herr Professor. Tja. Wir wären dann also das Opfer einer Mystifikation. Es sieht fast so aus. Ich will natürlich trotzdem gern alles tun, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Herr Professor. Das ist ja selbstverständlich. Ein neuer Turteltauben-Postlagerbrief wird herausgesucht. Arme Frau Forche, was hatte sie angerichtet? Ich weiß, was in dem Brief steht, Herr Plischke. Fräulein Krüger aus Ihrem Haus war nämlich schon da. Sie wohnt einstweilen bei mir. Wie? Und Herr Professor Gumoll. Wie? Fräulein Krüger und Professor sind auch hier? Na Gott sei Dank, die sind wenigstens nicht gefährlich. Nein, wirklich. Und die wissen auch nicht, warum sie gerade hierher zu Ihnen geschickt worden sind. Nein. Wenn Sie mir nur nicht so bekannt vorkämen, Frau Forche. Komisch. Einer muss uns doch gewarnt haben. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Herr Plischke? Vielleicht wegen der Aufenthaltsgenehmigung. Wenn Sie das schafften, wir könnten nämlich unsere Verwandten im Laden vertreten. 8 Wochen lang, weil sie weg wollen. Entfettungskur. Und wohnen natürlich auch. Das ist aber fein, Herr Plischke. Da haben Sie es ja besonders gut getroffen. Postlager Briefe, Postlager Briefbesuche. Verstehen Sie, dass Frau Forche nicht den Mut zur Wahrheit findet? Sie wissen also von nichts? Nein. Ich glaube Ihnen nicht. Sie stecken bestimmt auf irgendeine Weise hinter dieser Schweinerei. Ich werde das schon noch herausbekommen. Oder wollen Sie nicht über freiwillig gestehen? So. Nein. Und was machen Sie nun hier mit Ihren Opfern? Was wird aus denen? Aus Plischke? Aus dem Professor? Ich helfe, so gut ich kann. So. Der Professor ist übrigens einstweilen bei seinem Bruder untergekommen. Ach, bei einem Schrottverwertungsgemäuel? Sie kennen ihn? Oh ja, er ist einer unserer gerissensten Schwarzmakler. So. Nach Ihren Existenzmöglichkeiten hier bei uns darf ich mich wohl gar nicht erst erkundigen, Herr Beuthner. Warum soll ich Ihr Gewissen beruhigen? Stimmt. Wir haben gegen jeden Flüchtling von drüben notgedrungen ein schlechtes Gewissen. So. Also auch gegen Sie. Denn ich weiß doch, dass Sie nicht mehr zurück können. Wieso? Haben Sie eine Ahnung, wer ich bin? Ich denke schon. Max Beuthner, Monteur. Mitglied der Partei seit 1945. Aktivist. Held der Arbeit. Ab 47 Funktionär. 48 zweimonatliche Ausbildung zum Volksrichter. Übrigens, eine außergewöhnlich gründliche juristische Ausbildung. Ich habe voriges Jahr noch einmal einen Kursus mitgemacht, von 3 Monaten, verstanden? Woher wissen Sie überhaupt so Bescheid über mich? Das werden Sie gleich erfahren. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.
Ewiger Friede. Ach, du? Ach, du? Du bist also auch getürmt. Stimmt. Ich auch. Sag mal, willst du mich nicht endlich begrüßen? Glück haben wir ja doch, wir beide, dass wir uns hin und wieder treffen. Obwohl das Ganze natürlich eine ausgemachte Sauerei ist. Sag mal, hat die Forsche dir etwas gesagt über diese Warnbriefe und über die Postlageadresse? Wieso? Weil sie bestimmt dahinter steckt. Frau Forsche ist sehr gut zu mir. Ich wohne bei ihr. Eben, eben. Das schlechte Gewissen. Ich darf in der Registratur arbeiten und von nächster Woche an sogar in einer Gemeindeschule hospitieren. Morgen. Sie können jetzt hier weitermachen. Wie bitte? Sie sollen hier zu Ende wischen. Aufwischen? Ich? Ich bin bei der Firma Baumann als Verkäuferin angestellt. Wir sind hier nicht drüben, Frau Plischke. Na, und du nicht ernst? Kommt gar nicht in Frage, bin noch kein Verräter. Aber die Kirchspielen, das ja, das ist kein Verrat. Quatsch, wir müssen rausbekommen, wie uns so reingelegt hat. Was macht ihr denn da? Sie färben ihre Faschhemden. Musst du einsehen, Mutter, wir werden immer danach befragt. Ja, und was Faschjugend überhaupt heißt? Was heißt wirklich? Vater aller Schattenjugend, ist doch klar. So, ist das klar. Und was für ein Eimer ist das? Der vom Apfelkraut. War wirklich nur noch ein bisschen drin, da haben die es umgefüllt. In was habt ihr das Apfelkraut umgefüllt? Da, in den Topf. Riech mal im Apfelkraut, Plischke. Ganz frisch, ganz sauber. Ja, sehr sauber. Nach Schmierseife nämlich. Mindestens 6 von Apfelkraut schmecken nach Schmierseife. Wenn das deine Lisbeth wüsste. Raus! Fascht euch und marsch in die Schule! Ja, und meine zerstörte Villa wurde eben eines Tages... Köstlich. Dieses Aroma. Eines Tages als Clubhaus für die Faschjugend wieder aufgebaut. Ja. Wenn die Preistreiberei so weitergeht... Ich weiß, werdet ihr euch solchen Tee bald nicht mehr leisten können. Und ich dachte schon, wie schön. Aber da kam eines Tages die Rechnung. Denken Sie, die Rechnung kann man nicht. Es war enorm. Wie enorm war es doch, liebe Jutta? 183.000 Mark zuzüglich... Sag mal, Arthur, was ich dich schon immer fragen wollte. Ja, vermittelst du eigentlich noch Lieferungen nach drüben? Ja, zuzüglich. Und da ich diese enorme Summe nicht aufbringen konnte, wurde mein Haus eines Tages zum Volkseigentum erklärt. Denken Sie... Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet, Arthur. Ich habe gar keine Veranlassung, mein Lieber, es zu leugnen. Ich betrachte es als meine moralische Pflicht, durch solche Lieferungen die Gefahr einer geheimen Wiederaufrüstung im eigenen Lande herabzusetzen. Na ja. Ja, ich verstehe. Und ich bin nun vollkommen darüber orientiert, was du hier für deine Pflicht hältst. Wir leben hier in einem freien Land. Ach, ihr sagt doch sonst immer... Würdest du meinen Mann vielleicht einmal ausreden lassen, lieber Richard? Das wäre sehr nett, offen gesagt. Ja, auch unsere Wirtschaft ist frei. Hier ist das Verständnis dafür drüben anscheinend abhanden gekommen. Ich habe noch niemals für Leute Verständnis gehabt, die sich aus Begeisterung für diese Art Freiheit den Ast, auf dem sie sitzen, selbst absägen. Offen gesagt, manche tun das, ohne es zu merken. Also, meine Lieben, ich muss jetzt an die Arbeit. Bis nachher dann. Vertragt euch, Kinder. Wiedersehen. Wiedersehen, Liebling. Wollen wir nach drüben gehen oder will jemand noch etwas essen? Offen gesagt, wir machen uns Sorge um euch, Arthur und ich. Ach. Oh, ach, wie liebe ich doch diesen Raum. Er hat so etwas, wie war es doch, Renaissance oder... Habt ihr denn überhaupt irgendwelche Aussichten? Ja, ich hoffe immer noch auf ein paar Gastvorlesungen. Außerdem werde ich etwas schreiben. Frau Forche will versuchen, die Artikel unterzubringen. Und davon wollt ihr leben? Eine Wohnung beschaffen? Ja, aber warum denn eine Wohnung?
Wir fühlen uns ja so wohl hier. Ach, Mutter. Wir sind uns völlig darüber klar, liebe Camilla. Ja, das hoffe ich. Trotzdem, bitte versteht mich richtig. Gastfreundschaft ist uns etwas Selbstverständliches. Trotz aller Beengtheit hier. Wir verstehen vollkommen richtig, liebe Camilla. Wir sind ja schließlich gewohnt, Opfer zu bringen. Allein im vorigen Monat haben wir 4 Lebensmittelpäckchen nach drüben geschickt. Naja, man tut das ja gern. Tatsächlich, 4 Päckchen. Aber es geht da um andere Dinge. Darf ich mal ganz offen sein? War es nicht doch etwas unbesonnen, um nicht zu sagen leichtfertig von euch, nur aufgrund einer lächerlichen, anonymen Warnung, Heimat, Besitz und Existenz einfach aufzugeben? Das könnte ich ja wohl schwer beurteilen. Lass doch. Ja, und mein Silber durfte ich nicht mitnehmen. Er wollte es nicht. Unbegreiflich eigentlich. Ja, wer verdächtigte euch eigentlich? Hattet ihr denn etwas so Schlimmes begangen? Das ist aber eine komische Frage. Lass doch, Jutta. Ja, aber da ist noch etwas viel Wichtigeres. Und die langsam unerträglich werdende Belastung unseres Landes durch eine unaufhörliche Flutwelle von Flüchtlingen, von drüben, bringt mir diese Überzeugung auf. Gewiss, drüben. Ich weiß. Aber heißt es nicht doch, es sich allzu bequem zu machen, wenn man sich einfach auf unsere Hilfsbereitschaft verlässt, zu uns flieht und unseren zähen Kampf um den Wiederaufbau erschwert? Abbau bitte. Statt in klarer Erkenntnis der hohen sittlichen Forderungen auszuharren. Bis zum letzten Blutstropfen. Seine Pflicht zu erfüllen und im Übrigen auf unseren Herrgott zu vertrauen. Gewiss. Ja. Meinem lieben Bruder beim Wiederabbau, bevor die anderen ihm helfen werden. Ich liefere Schrott für ihn, zum Weiterverkauf nach drüben. Der ist verrückt! So, mir ist wieder wohl. Endlich mal ein praktischer Beitrag zur Freiheit des Individuums. Meine Empfehlung, liebe Camilla. Kommt, meine Damen, wir wollen unsere Rucksäcke packen. Au revoir, Madame. Bitte, mein Kind. Dankeschön. Nimm. Anonym ist doch. Dankeschön, auf Wiedersehen. Bloß um 3 Pfennig geschrieben. Bloß um 3 Pfennig. Wenn Sie dann vielleicht doch lieber Kokosfett nehmen. Nein. Bedienen Sie mich nun oder bedienen Sie mich nicht? Oh, verzeihen, nee, Frau. Käse sollte es sein, nicht wahr? So. Käse hat sie gesagt, nee, Frau. Ja, Käse. Ich hatte mir erlaubt, nach 1/4 Käse zu fragen. Bitte sehr. 1/4 dänischer Steppenkäse. Prima, prima, Vollfettexport. Im Ganzen oder? Geschnitten natürlich. Bitte. 2,97 €. Ist das der Käse? Ja, nee, Frau. Sieht aber sehr mager aus. Mal probieren. Probieren? Sagen Sie mal, sind Sie vom Mond? Ich will den Käse probieren. Ach so, natürlich. Hier, bitte. Bitte sehr. Sehr sparsam sind Sie mit Ihrer Probe, Herr... Bliskig, nee, Frau. Was soll Vollfettkäse sein? 1A Qualität, prima, prima, Vollfettimport. Kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche Vollfettkäse. Vollfettkäse muss vollfett sein, Herr... Plischke, nee, Frau. Aber gewiss, nee, Frau. Jetzt habe ich ihn doch schon aufgeschnitten. Herr Plischke, es interessiert mich nicht, was Sie aufgeschnitten haben. Wenn ich Vollfettkäse meine und Vollfettkäse bezahle, dann will ich Vollfettkäse haben, der vollfett ist. Das kann man heutzutage wieder von seinen Lieferanten erwarten, Gott sei Dank. Aber vielleicht legen Sie keinen Wert auf meine Kundschaft. Ist ja möglich. Sie brauchen das nur zu sagen, nur anzudeuten. Es gibt Geschäftsleute, die sich freuen würden. Nehmen Sie nur den Käse zurück oder nicht? Aber selbstverständlich, nee, Frau, selbstverständlich. Entschuldigen Sie vielmals. Darf es vielleicht etwas anderes sein? Butter, Eier, Zucker, Marmelade, Nudeln, Aufschnitt. Haben Sie Schinken? Aber gewiss, nee, Frau, feinster Kartenschinken, prima ausgeräucherte Ware. Hier, bitte. Das soll Schinken sein? Ich möchte Schinken sehen, Herr... Plischke, nee, Frau. Herr Plischke, Schinken, nicht Speck. Das ist nämlich ein Unterschied, Schinken und Speck, falls Ihnen das noch nicht aufgegangen sein sollte. Ach. Wenn ich Schinken haben will, dann will ich mich roten, schieren, zarten, geräucherten Schinken haben und nicht Speck. Nicht weißes Fett. Weißes Fett verträgt mein Mann nicht. Mit den Zähnen, nicht mit den Augen, nicht weißes Fett. Würden Sie mir vielleicht gestatten, etwas dazu zu sagen, Frau Ostermann? Wir kommen von drüben. Das merke ich an Ihrem Benehmen. Wenn wir da einmal im Monat einen solchen dänischen Vollfettkäse hätten verkaufen können, natürlich gegen Marken, dann
würden sich in unserem Laden die Frauen und Männer und Kinder zerdrückt haben. Und draußen hätte eine Schlange gestanden, 300 Meter lang. Und sie hätte im Regen da gestanden und in der Kälte da gestanden. Und die Leute würden geduldig stehen, weil sie es gar nicht begreifen könnten, dass es einen solchen Vollwertkäse überhaupt auf der Welt gibt. Überhaupt auf der Welt gibt. Wenn einen solchen Schinken mit weißem Fett, wie es ihr Mann, Frau Ostermann, wahrscheinlich im Genick und auf dem Bauch hat. Und sie selbst, Frau Ostermann, auf ihrem Arsch. Wieder. So eine Frechheit, so eine Unverschämtheit. Was hört man von diesen Flüchtlingen? Oh Gott, fürchte Gott, was habe ich getan? So eine gute Kundin. Wohlgetan hast du mir, Ida. Ich bewundere dich. Lob du den Herren, ihr jugendlichen Chöre, ihr höret gerne ein Lied zu seiner Ehre. Lob du den Herren, lob du den Herren. Sechzehn. Warum seid ihr beide denn nicht aufgestanden? Ich kann das Lied nicht. Du auch nicht, Gustav? Nein, solche Lieder nicht. Haben Sie denn drüben gar keine Religionsstunde gehabt? Doch, in letzter Zeit wieder ja, als Wallfahrt. Wegen der freien und geheimen Wahlen. Aber... Nun? Wir sollten nicht mitmachen. Mutter wollte gern, aber Plischke hat gesagt, es wäre zu gefährlich, besser nicht. Wie meinte denn das dein Vater, besser nicht? Damit die Kinder nicht verplappern könnten. Ach so. Ich kann aber doch so ein frommes Lied. Ja, das ist fein, Adolf. Willst du es uns mal aufsagen? Hm? Am Abend und am Morgen sind alle meine Sorgen. Wie schaffen wir das soll? Durch das wir in 5 Jahren diktieren mit Fanfaren. Weltfriedensprotokoll. Du Vater aller Schaffer, Vernichter aller Raffer. Ich bin dein treuster Sohn. Mach mich zum Aktivisten, zum Helden in den Listen der Überproduktion. Wollt ihr mal ruhig sein, aber Gustav, was tust du? Ihr sollt nicht über Adolf lachen. Ihr sollt nicht über uns lachen, wir haben es doch so gelernt. Hier steht es doch drin gedruckt. Seite 3. Hier steht, an den Vater aller Schaffenden. Sehr gut, Herr. Soll ich auch die Flotten und Flugzeugstützpunkte der monopolistischen Aggressoren einzeichnen? Ja. Ruhe, bitte. Ich würde ja viel lieber hören, was du sonst noch über diesen Erdteil weißt. Vielleicht etwas Geschichtliches. Klar, weiß ich. Monopolien. Geografisch in Nord- und Südmonopolien gegliedert. Ursprünglich ein an Bodenschätzen und Bauernland überreicher Kontinent. 1492 von dem kühnen Seefahrer Grischa Kolumbovic entdeckt. Monopolien, insbesondere im Norden, später die Hochburg des heutigen ausbeuterisch-kriegsetzerischen Imperialismus. 1950 vom Vater aller Schaffenden zur Weltweit Nummer 1 erklärt, ist die vollständige Liquidierung nur eine Frage seiner Güte und Blankmut. Sie warten wohl auf wen? Sie kühl zum Sitzen. Stimmt, Sie werden sich erkälten. Ach, wen kümmert das schon? Muss schön sein, wenn wer auf wen wartet. Pünktlichkeit wäre mir lieber. Ich bin sehr pünktlich. Na, endlich. Entschuldige, Max, aber ich musste unbedingt noch gleich nach der Schule zu Frau Forches Freundin. Du weißt, die mit dem Modesalon. Aber wollen wir nicht ein Stückchen spazieren gehen? Muss das sein? Ach, mich stört das gar nicht. So, na, also. Max, ich bin dir so glücklich. Ich auch. Du, und ich habe mir sogar was mitgebracht. Du, mir? Was denn? Vielleicht Schuhe? Tatsächlich. So, wir wollen sie gleich anprobieren. Hier? Und wo sonst, wenn du mich doch nie mitnimmst zu deiner feinen Frau Forche? So, wir werden doch gleich sehen, ob sie passen. Schon wegen dem Umtausch. So, was hast du denn da an? Was sind denn das für Sachen? Hübsch, nicht? Nylon. Zweite Wahl. Eben von Frau Schulze geschenkt bekommen. Und als Manneke einstellen will sie mich auch. Stell dir vor, für 280 Mark netto. Für den Anfang. Ist das nicht fabelhaft? Du wirst diesen Plunder zurückgeben. Was werde ich? Ja, die Strümpfe und den Mantel. Sei doch nicht so albern, Max. Weil wir drüben so etwas nicht hatten, nennst du das Plunder.
Es ist schön, diesen Klundert zu haben. Er gehört zum Leben wie Essen und Trinken. Ich bin froh, dass ich für so schöne Sachen arbeiten darf. Du bist Lehrerin. Eben nicht. Ich habe eingesehen, dass es nicht reicht dazu. Ich habe nicht genug gelernt. Ich bin froh, dass mir Frau Forche diese Stellung verschafft hat. Also immer wieder diese dumme Person mit ihrer plumpen Seelenfangtour. Erst lockt sie uns auf gemeinste Art und Weise hierher. Woher weißt du? Aha, stimmt also. Du gibst also zu. Und wenn es stimmte, dir gegenüber würde ich es bestimmt nicht zugeben. Du wirst dich vor diesen Kapitalistenbonzen nicht an- und ausziehen. Ach, Max. Ich werde mit Professor Gomoll sprechen. Er soll dir Nachhilfestunden geben. Da wird es schon klappen mit der Schule. Der wohnt jetzt bei Plischkes. Das ist ganz gut so. Wieso? Wieso wohnen Professors jetzt bei Plischkes? Wieso? Weil es in der vornehmen Generaldirektors Villa zu eng ist für die armen Flüchtlingsverwandten. Ist doch typisch. Bei den Armen, bei Plischkes. Da ist Platz genug. Ach, Max, sei doch nicht immer so. Wenn Sie die Sohle auf die feuchte Erde stellen, dann kann der Herr die Schuhe nicht mehr umtauschen. Hm, was denn? Sie sind immer noch da? Ja. Danke sehr, das war sehr nett von Ihnen. Die Schuhe sind wirklich wunderschön. Wie kommst du bloß dazu? Hast du Arbeit gefunden? Noch nicht direkt. Aber ich weiß wenigstens, wo ich welche finde. Ich gehe morgen aufs Parteibüro. Die haben Geld wie Heu. Ja, von den reichen Rückversicherern. Glaubst du wirklich, dass du von drüben turnen kannst und die Partei hier nimmt dich trotzdem mit offenen Armen auf? Na klar. Die brauchen doch hier jeden zuverlässigen Mann von drüben. Zum Mürbe machen. Sie wollen gegen die Menschen arbeiten, die uns hier Gastfreundschaft gewähren? Dann kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Ach, Sie sind auch von drüben? Ja, ich auch. Ich hätte dir dasselbe gesagt, Max. Geh lieber. Lass mich allein. Du bist ja verrückt. Ich schäme mich für dich, Max. Geh. Geh! Max, du hast was vergessen! Lobgruß den Herren, ihr jugendlichen Chöre. Weiter weiß ich auch nicht. Ruhe! Verdammt normal, ihr mit eurem dusseligen Choral. Das ist nicht dusselig, das Lied. Du lernst doch in der Schule. Nee, passt uns eben nicht. Du Adolf? Ich verschlafen. Mit einem Mal. Kannst du mir 20 Pfennig pumpen? Nee. Wozu brauchst du das? Das geht dich im Dreck an. Na schön, denn ich. Gute Nacht. Ich kann doch nicht im Faschheim Charlie Coyne spielen. Aha, willst du es nun endlich umfärben? Bist du auch so weit? Quatsch, so weit. Ich distanziere mich von gewissen Programmpunkten. Hast du 20 Pfennig für mich? Erst kriegt man raus, wie das Lied weitergeht, wenn du Sherlock Holmes bist. Zu dumm. Naja, wenn ihr keinen Inspektor braucht, dann bitte. Behalte ich eben mein Geheimnis für mich. Arbeite ich eben auf eigene Faust. Ich geb's dir morgen. Was? Na, die zwei Groschen. Ehrenwort? Brauchst du mich für die Zeitungsbude? Habt ihr was auf Kredit bekommen? Großes Ehrenwort. Aber nun erzähl auch. Und auch zeigen. Unser Spitzel ist im Lande. Oh, Benno Perlitz. Und ich glaube ja, dass er uns hierher gelockt hat. Mann, natürlich. Der und kein anderer. Aber woher weißt du, dass er hier ist? Weil Beutner ihn gesehen hat. Jawohl, bei einer Streikversammlung. Sagen Sie, Herr, wie konnten Sie eigentlich drüben zu dieser Information gelangen? Sehr einfach, Herr Doktor. Professor Gomoll, der bekannte Philosoph, der Bruder dieses seltsamen Schrottkönigs, war drüben mein Wohnungsnachbar. Er hat es mir selbst erzählt. Wir können also ohne Sorge an die Veröffentlichung denken? Ja, unbedingt. Schließlich stehe ich Ihnen ja dafür ein. Also gut. Ach, sagen Sie, Herr Niemann, Sie sind doch Flüchtling. Ja, und? Wie hoch darf ich Ihnen Ihre Bemühungen für die Stafforder Nachrichten honorieren? Gar nicht, Herr Doktor. Gesinnungsfragen und Herzensdinge soll man nicht mit Geldsachen verquicken. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und Sie entschuldigen mich wohl, ja? Hallo? Umbruch? Ja, hier politische Redaktion, Dr. Menzel. Hören Sie, ich brauche noch Platz. Ja, eine Sensation. Gut, in 10 Minuten bin ich bei Ihnen. Halt mal, was ist denn hier los? Auch das verdammt, jetzt haben wir die Scheiße. Sie werden das Bräuner, Wachmeister. Sie und dieser Mann hier lassen einen Schwerverbrecher entkommen. Ein Menschenräuber. Sie werden die Folgen tragen. Ich glaube, die müssten erst mal vertrimmen. Könnt ihr euch wirklich nicht schaden. Wer seid ihr überhaupt? Gebrüder Plischkes. Die
Die Forsche kann uns ausweisen. Rufen Sie doch schon Ihre Frauenbeilage an, Mann. Los schon. Meine Arbeiten über Aristoteles. Ja? Als dem Gestalter eines teleologischen Ordnungsbegriffes. Ach, dieser Aristoteles war auch Theologe? Nein, Teleologe. Aber das ist doch kaum ein Unterschied, ob Theologe oder Theologe. Finden Sie, dass das ein Unterschied ist, Frau Fleschke? Nein, bestimmt nicht. Schienen zunächst durchaus mit meiner persönlichen Freiheit und der totalen Staatsräson vereinbar. Überhaupt, dass es bei den alten Griechen schon Theologen gab. Als ich aber damit begann... Ich fand Theologen immer besonders reizende Menschen. Erinnerst du dich noch an unseren alten Dorfpastor, liebe Jutta? Damit begann, diesem Staat den Begriff der vernunftbetonten Mitte überzuordnen, der unter allen Umständen die Rechte des Individuums zu garantieren habe. Pastoren sind wohl immer Theologen, oder nicht, lieber Ritter? An der Universität? Ja, man bedauert außerordentlich. Ach, du hättest sicher auch besser Theologie studieren sollen, lieber Schwiegersohn. Ach, Mutter. Der Herr, den ihr beschreibt, war wirklich bei mir auf der politischen Redaktion. Siehst du? Er hat uns sogar eine sehr wichtige Nachricht gebracht. Aber er hieß nicht Perlitz, sondern niemand. Wie hat er ja so geirrt? Ausgeschlossen. Dann hat er eben einen falschen Pass. Kleinigkeit. Er war's bestimmt. Den müssen wir doch kennen. Dem werde ich schon noch die Maske vom Gesicht reißen. Nachrichten! Nachrichten! Hallo! Nachrichten, bitte. Bitte sehr, der Herr. Danke sehr, der Herr. Nachrichten! Die neueste Nachrichten! Nachrichten! Im Namen des Volkes. In der Strafsage gegen Dr. Menzel wird für Recht erkannt. Der Beklagte wird wegen Verleumdung Vergehen nach § 186 Strafgesetzbuch zu einer Geldstrafe von 3.000 Mark ersatzweise 3 Monate Gefängnis verurteilt. Das ist ja unerhört. Ruhe, ich bitte um Ruhe. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Gründe. Der Angeklagte hat die Nummer 108. Der Zeitung Stahlfurter Nachrichten als verantwortlicher Redakteur eine Nachricht veröffentlicht, nach der die Achtokommal-Verkaufsgesellschaft MBH den Betrag von 75.000 Mark als sogenannte Rückversicherungszahlung in Form von Inseratenaufträgen an gewisse radikalistische Blätter gezahlt hat. Eine Nachricht also, die geeignet ist, das Ansehen der Achtokommal-Verkaufsgesellschaft MBH in jeder Weise herabzusetzen und somit eine ernsthafte Schädigung darstellt. Dass dem Angeklagten nicht möglich war, den angeblichen Urheber dieser Informationen, den Pressezeichner Franz Niemann, als Zeugen laden zu lassen? Das Schwein ist ein Spitzel! Und da der von dem Angeklagten geladene, angeblich im gleichen Sinne informierte Zeuge Professor Gomoll nicht erschienen ist, musste das Gericht den Tatbestand der Verleumdung nach § 186 Strafgesetzbuch mit der gesetzlichen Kostenfolge als gegeben ansehen. Die Sitzung ist geschlossen. Bitte? Nehmen Sie Platz. Sie sind also Herr Niemann, der diese unglaubliche Verleumdung gegen mich in die Welt gesetzt hat. Man sucht Sie, Herr Niemann.
Ich brauche nur die Polizei anzurufen und... Bitte, Herr Generaldirektor, lassen Sie sich nicht aufhalten. Was wünschen Sie von mir? Ich wollte Ihnen gratulieren, Herr Generaldirektor. Direktor genügt. Und was wünschen Sie wirklich? 150.000 Mark. Wie bitte? 150.000 Mark. 150.000 Mark, ja. Sie sind verrückt. Sie sind ja verrückt, Mensch! Ich komme im Auftrag des Zentralbüros. Die Haltung, die Sie heute vor Gericht einnahmen, lässt befürchten, dass Ihre Loyalität und Bereitschaft zur Mitarbeit der Partei gegenüber nur gespielt ist. Wir müssen uns sichern. 150.000 Mark sind eine gewisse Sicherung. Ich denke nicht daran. Ich habe nur mit dem hiesigen Parteibüro zu tun. Ich werde anrufen, ich werde sofort. Das können Sie ruhig tun. Aber ich bin vom Zentralbüro damit beauftragt, das Beweismaterial Ihrer bisherigen Zahlungen an uns, den Stahlfurter Nachrichten, auszuhändigen, falls Sie unsere Forderungen nicht erfüllen. Wollen Sie es sehen? Sie sind ein Erpresser. Ein ganz gewöhnlicher Erpresser. Kein gewöhnlicher. Ein sehr gut unterrichteter, Herr Gomoll. Ein paar kleine Proben, lieber Gomoll. Vielleicht die Deckadresse Ihrer Mittelsmänner drüben oder in den anderen Ländern des Blocks? Oder die Kontonummern der von Ihnen bestochenen Herren bezüglich der Schrottlieferungstransporte? Ja, wo Sie mich auch hin befördern könnten. Herr, ich würde immer etwas auszusagen haben. 100.000 Mark, sagten Sie? 150, Herr Generaldirektor. Genau das Doppelte Ihrer ersten Zahlung. Das entspricht etwa dem Preisindex zwischen damals und heute. Gut. Ich werde diesen Betrag sofort nach drüben überweisen. Ich brauche Ihnen bar. Sie sind verrückt. Wo soll ich denn jetzt diese unsinnige Summe hernehmen? Sie sind doch sonst ein produktiver Kopf, Herr Generaldirektor. Ich warte gern ein bisschen bei Ihnen. Bitte? Was sind Sie denn von Beruf, Herr Gomoll? Ohne Beruf. So, also Rentner. Nein, das nicht. Ich bin ja Flüchtling. So, Flüchtling. Also Flüchtling sind Sie. Das hört man gern. Flüchtling. Lassen Sie sich nicht erschrecken. Rundheraus, ich stelle überhaupt nur Flüchtlinge ein. Ich habe natürlich auch manchen Ärger. Angenehm seid ihr Brüder ja nicht immer, aber das ist meine Sache. Also nun mal die Wahrheit, Herr Gomoll. Was waren Sie drüben? Professor Dr. Dr. Filatjur, Ordinarius für Philosophie. So, ich freue mich, dass Sie die Wahrheit gesagt haben, Herr Professor. Damit steigen Ihre Chancen ganz erheblich. Ach, wirklich? Ja. Sie hatten wohl das Gegenteil erwartet, wie? Ja. Und Ihnen liegt sehr viel an einer Tätigkeit als Nachtwächter. Aus Existenzgründen? Ja. Allzu viel Eignung bringen Sie Ihre Gesamtpersönlichkeit nachher nicht mit für diesen Beruf. Außer natürlich durch Ihre Statur. Ich bin Nachtarbeit gewöhnt. Wenn Sie mir die Arbeit geben, dann hätte ich ja viel Zeit zum Nachdenken. Sie werden zwischendurch auch ein bisschen aufpassen müssen. Natürlich. Sehen Sie, Herr Professor, eigentlich müsste ich mich ja schämen, einem Manne wie Ihnen eine solche Tätigkeit zuzumuten. Aber ich habe in meinem Betrieb in den letzten Jahren nicht weniger als 7 Hochschulprofessuren eingestellt. Ah. Außerdem ein General und 3 prominente Künstler. Die meisten davon waren drüben allerdings auch schon in der gleichen Art tätig. Sozusagen gelernte Nachtwächter. Hm. Ja, geistig. Geistig war ich drüben auch nichts anderes. Danke, verbindlichst. Eine Quittung ist wohl überflüssig. Ja, aber die alten Belege? Bitte. Ich darf mich empfehlen. Frau Nimczyk, wie verbuchen wir das? Wenn es dann direkt verrichtet ist, genau wie die 75.000 Mark. Also diverse Wohltätigkeit, anonym. Gewiss. Studentenhilfe, Caritasverband, Liga für Menschenrechte. Ja, aber sehen Sie zu, dass wir das von der Steuer absetzen können. Sehr wohl, Herr Direktor. Ja,
Und dann noch eins, liebe Nimczyk. Das für Sie, ein kleiner Ferienbeitrag. Für mich? Ach, Herr Direktor. Geduld, Herr Beutner. Es wird diesen Herrn Gomoll schon noch erwischen. Denn eines Tages werden wir ja doch die Beweise gegen ihn in der Hand haben. Und Sie glauben, man wird ihn dann verurteilen? Ja. Einen Industriellen. Die diktieren doch das Recht in dieser Demokratie. Ach. Du redest richtig in linientreuen Quatsch. Gomoll ist erstens kein Industrieller und zweitens Gott sei Dank eine traurige Ausnahme. Das weiß ich wohl besser. Ach, wohl aus deiner Gewerkschaftsarbeit, was? Hör doch. Merkst du was? Er ist nämlich nicht mehr in der Partei. Ach, und dann wohnst du noch bei ihm? Einsteigen bitte! Einsteigen! Türen schließen! Um nochmal auf diesen Prozess zurückzukommen. Ich müsste mich ja eigentlich über so ein Urteil freuen. Denn ihr schaufelt euch ja damit selber euer Grab. Brauchen wir nicht erst zu machen. Und warum freust du dich nicht? Na? Warum hat der Prozess dich überhaupt so aufgeregt? Ist dir da vielleicht etwas aufgegangen? Dir, dem Volksrichter? Irgendwas, was du schon vergessen hattest? Wissen Sie, was man mit so einem wie Gomoll bei uns drüben gemacht hätte? Oh ja, man würde ihn ohne Beweise verurteilt haben, ich weiß. Bloß die da unten, in den Häusern und Fabriken. Die wissen es leider nicht alle. Sag mal, hast du gern solche Urteile gesprochen? War dir wohl dabei? Warum bist du aus der Partei heraus? Ich werde dir mit einer Frage antworten. Warum bist du hierher getürmt? Irgendjemand. Nee, lass das mal. Nicht so. Von innen bis hin, meine ich. Warum? Siehst du? Deshalb. Genau deshalb bin ich ausgetreten. Aber ich kann doch meinen Glauben nicht wechseln wie mein Hemd. Mach mir's nicht so schwer, ja? Ja. Macht mir's nicht so schwer. Gestatten Sie? Bitte. Komm, Gustav, komm! Was ist denn los? Wer ist der Sage? Perlitz, da drin. Mensch! Diesmal müssen wir ihn kriegen. Hauptsache, klarer Kopf. Das hat bloß nichts mehr. Da, seine Jacke. Oh, da, klar. Darf ich dem Herrn die Tasche abnehmen? Nein, danke. Du klaust die Jacke. Wir beide decken dich ab. Zum nächsten Polizisten. Ohne Jacke kann er doch nicht weg. Ich hab Angst. Feigl. Also gut, gehst du mit, Adolf? Okay, Chief. Aber was sollen wir den Polizisten sagen? Er wird uns nicht glauben. Deswegen habt ihr doch die Jacke. Los schon. Neulich. Dann müssen wir erstmal Beweise suchen gegen Perlitz. Löscht. Mensch. Vorsicht. Da haben wir ihn schon. Ist das ein Ding? Sieh mal an, Totolösungen. Donnerwetter, Mensch, Adolf. Concordia ist natürlich besser als die Securitas. Klar. Und FCS gegen Spielvereinigung 1911. Ich, Idiot, hab alles falsch. Abschreiben, schnell! Na und die Fingerabdrücke? Ach was, steck die Karte ein von diesem Spitzel. Hast recht, Mensch. Kann ich mich auf dich verlassen, Adolf? Ehrenwort. Schweigen bis in den Tod. Bis in den Tod. Herr Wachtmeister, Herr Wachtmeister! Ja, was denn, mein Junge? Moment mal, seid ihr nicht die frechen Lümmels von neulich?
Ja, was habt ihr beide denn wieder ausgefressen? Ach, Herr Beutner, gut, dass Sie kommen. Wir haben ihn, den Spitzel, den Perlitz. Was? Sie müssen sich irren, mein Herr. So, ich muss. Ich habe meine Jacke zum Kopfwaschen ausgezogen und hingehängt. Dort muss sie auch noch sein. Hast du was gesehen, mein Junge? Doch, gesehen habe ich was. Ewiger Friede, Herr Perlitz. Na, warte mal. Der Bengel hat mir meine Jacke gestohlen. Na, wie geht's denn? Bist du wohl still? Kennst du den Herrn? Oh, und ob ich den kenne? Hat bloß ein bisschen den Kopf verloren. Holen Sie die Polizei. Überflüssig, da kommen Sie ja schon. Na, Gott sei Dank, Herr Wachtmeister, da haben Sie ja meine Jacke. Moment mal, das ist also Ihre Jacke? Natürlich, Herr Wachtmeister. Dann sind Sie also der Flüchtling Franz... Vertrieben, Herr Wachtmeister, vertrieben. Franz Niemann. Ganz recht. Sie wollen Sie meine Papiere sehen? Sie werden von uns gesucht. Außerdem haben Sie einen Waffenschein, Herr Niemann. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie aussagen, gegen Sie benutzt werden kann. Ich werde gesucht. Ich? Ja, als Zeuge und wegen verbotenen Waffentragens. Ach so. Ja, das alles ist ein Irrtum, Herr Wachtmeister. Das wird sich später herausstellen. Jetzt muss ich zum Zug. Och. Geben Sie mir meine Jacke. Nein. Ewiger Friede! Ewiger Friede! Ewiger Friede, du Schwein! Loslassen! Loslassen, Herr Wachtmeister, drehen Sie sich mal einen Moment um. Ich habe diesen Herrn etwas ganz Vertrauliches zu sagen. Ganz privat! So, das für den Spitzel und Denunzianten. Schützen Sie mich, Herr Wachtmeister! Und das für die anonymen Warnbriefe an uns. Das war ich doch gar nicht! Das war doch... Eins, zwei, drei, Herr Wachtmeister, Sie können sich wieder umdrehen. Dem Herrn ist schlecht geworden. Sechs, vielleicht kümmern sieben, Sie sich ein bisschen um ihn. Acht, neun, da scheinen wir ja was Richtiges erwischt zu haben. Mann, da ist ja Geld drin. Mindestens 1 Million Mark. Ist ja viel Geld. Manometer. Da haben wir, glaube ich, der Lena Forche alle Unrecht getan. Ja, da werde ich mich wohl bei ihr entschuldigen müssen. Ja, das machen wir auch. Hier, Gustav, hast du Mark, teilt's euch. Ihr habt sehr nicht verdient. Morgen. Nummer 8, bitte. Ja, hier. Alles in Ordnung. Aber mein verehrter Herr Professor, die Heraklit-Bruchstücke sind das Lapidarste, was wir in der Geschichte der Philosophie besitzen. Ah. Nun, extensiver scheint mir immer noch die Hegelsche Selbstbewegung der Idee. Aber doch nur im Sinn des metaphysischen Werdens. Richtig. Mhm. Haben Sie vielleicht eine Zigarette, bitte? Leider nein. Aber vielleicht kann ich Ihnen aushelfen mit einer Zigarre. Nummer 9, bitte. Ja, ich weiß nicht. So, Herr Kammersänger. Hegel wird heute dauernd missverstanden. Geschafft. Danke. Ich hoffe sehr. Ich fürchtete mich kaum noch. Es war allerdings eine köstliche Nacht. Eine Verdi-Nacht. Nummer 10, bitte. Ja. Wir haben die Ratten heute Nacht wieder mal in Schrecken eingejagt. In den Lagerhäusern, in der breiten Straße. Ja, Herr Professor, dann werden wir Sie wohl bewaffnen müssen. Ich stelle mich da gerne als gewissermaßen Sachverständiger zur Verfügung. Wir statten übrigens... Graf Horstenried, der bekannte Herrenreiter und Tontaubenschütze. Gewesen, mein verehrtester Brötchenjäger, sagen wir lieber gewesen. Lob froh den Herren, Lob froh den Herren, ihr jugendlichen Chöre, ihr jugendlichen Chöre, ihr höret es so gerne. Ach, in diesem schönen Gottesgarten setzen wir uns einen Augenblick. Oh, ich bin so müde. Sagen Sie, mein lieber junger Freund, was drängt Sie so plötzlich, dieses schöne Lied zu lernen? Oder war es... Offenheit gegen Offenheit, Frau Baronin. Hauptsächlich gegen 20 Pfennig. Denn aber auch aus Weltanschauung. Meine Damen und Herren, das Modell eines Sommernachmittags ausgekleidet, das Sie jetzt vorgeführt bekommen, haben wir Was kostet die Welt genannt. Und Sie sagen, sie trägt wirklich meine Schuhe? Nur immer, aber natürlich nicht jetzt. Sie raten es nicht, meine Damen und Herren, was diese Welt kostet. Denn ohne das reizende Bolero-Jäckchen dürfte sie der Anblick schöner, entblößter Schultern... Ich hätte doch nicht herkommen sollen. ...den Preis vergessen lassen, während das Kleid mit dem Bolero durch seine Fülle von Farbe, Duft und Fröhlichkeit notgedrungen zu der Annahme eines unerschwinglichen Preises führen muss,
kann in Wirklichkeit jeder dieses Modell seiner Frau, seiner Braut, seiner kleinen Freundin schenken, denn es kostet ganze 29 Mark und 30 Pfennig. Ach was, ist ja alles Bluff. Dumping, Preisunterbietung für den Export. Na wieso denn, wieso? Aber verdammt hübsch, ja verdammt hübsch. Und nun der Schlager unseres Hauses, ein entzückender Popelinmantel auf Pepita-Futter in weiter Hängerform. Dazu ein Flanellkostüm bester Qualität, französisch in Esprit und Erfindung. Der Wunschtraum jeder schönen Frau, der dennoch von jedem Mann erfüllt werden kann. Denn es kostet... Hey, wo wollen Sie hin? Du, Ilse. Hey, Sie. Du, Ilse. Was wollen Sie denn hier? Ja, ja, ich gehe ja schon. Bist du verrückt? Ja, nach dir. Raus. Du, was würde ein Kleidchen hier für dich kosten? In diesem Ausbeutersalon? Ja, ein Hochzeitskleid. Nun aber auf. Also wirklich, sagen Sie mal, wer sind Sie überhaupt? Wie kommen Sie hier rein? Leise bitte, er schläft. Aber in unserer Wohnung? Und dann schlage. Er muss nachts ja seine Vorlesung. Ja, über Theologie. Und da braucht ja meine Tochter das Bett. Und wer ist dieser Mensch? Mein Schwiegersohn. Ich bin Herrn Mione, Freifrau von Gilsen-Berneburg. Und er, der ordentliche Professor... Lass nur, Mama. Ich heiße Gomoll. Wollen Sie uns erklären, wie Sie in unsere Wohnung kommen? In Ihre Wohnung? Ach, dann sind Sie Herr und Frau Baumann. Denken Sie an, oh. Wir erlauben uns. Wir erlauben uns, überraschend in unsere Wohnung zurückzukehren. Weil man uns brieflich bereits vorbereitet hat, dass sie ein ganzes Räubernis... Aha, Fräulein Mia. Ja, sie liebt unseren Gastgeber Plischke nicht. Hast du gehört, Lisbeth? Plischke als Gastgeber. Das geht weit. Zu weit. Wenn Sie sich einen Augenblick woanders hin bemühen, würde ich mich anziehen. Komm! Damit wir dieses Zimmer räumen können. Jutta! Warte, ich hole sie. Und sag ja auch gleich, sie soll die Rucksäcke heraussuchen. Ja, das erledige ich. Nee, lieber nicht vor der Kundschaft. Oder habt ihr hier vielleicht auch Gäste untergebracht? So böse, Lisbeth? Unsinn, Ida. Schlank sieht sie aus. Und du auch, Schwager. Also zum Staunen. Ja, ja, zum Staunen. Wir müssen euch nämlich etwas sagen. Und jünger geworden seid ihr. Oben im Wohnzimmer schlafen nämlich... Wir wissen. Was ist denn das? Alles hübsch sauber, ja. Tadellos ausgerichtet, wie? Ja, unsere Jungen. Sie mussten nämlich hier schlafen, seit wir Professors aufgenommen hatten. Hier im Lagerraum, neben dem Sauerkohl. Das staunt ihr, wie? Tja, man muss sich eben zu helfen wissen. Hm. Hier, Plischkes Volkswohl Patentregal, Holzwollmatratzen sind die besten. Billig und hygienisch. Ich wollte wegen Professors erst bei euch anfragen. Aber ich habe es ihr ausgeredet. Ich kenne doch euer gutes Herz. Ihr macht nicht die Augen zu und denkt ohne mich. Ihr nicht. Wozu euch also erst die Kur verderben? Friedrich, Ruhe. Als ihr damals, vor 6 Wochen, vor unserer Haustür ankam, 5 Mann hoch mit Rucksäcken, hungrig, verängstigt, verdrängt. Es geht doch Hunderttausenden viel schlimmer. Kein Dach über dem Kopf. Wir haben es ja überstanden. Vorüber. Ja. Dank euch natürlich, dank euch. Damals habe ich gesagt, Lisbeth habe ich gesagt, man kann nicht jedem helfen, habe ich gesagt. Ja, und dann habt ihr uns doch geholfen. Und habt uns trotzdem euer Vertrauen geschenkt. Wir haben es an Professors weitergeschenkt, muss man doch. So was Gutes gehört doch keinem allein. Und was habt ihr mit unserer Kundschaft gemacht? Erzogen haben wir sie euch, Selbstverständlichkeit nicht der Rede wert. Sollt mal sehen, wie sich das aussah. Kleiner, aber guter Umsatz. Schluss jetzt! Der macht sich lustig über uns. Gleich. Weißt du, Schwager, wer jetzt nämlich noch bei euch kauft, der bleibt euch treu. Soll ich mich an eine vorbei? Der weiß nämlich genau, wie es war, als es noch nichts gab und warum es so war. Raus! Und dass es nie wieder so kommen darf. Auf Wiedersehen. Halbes Pfund Butter. Guten Tag. Was soll denn bloß aus uns werden? Aber das wird sich schon finden. Was ist denn bloß in dich gefahren? Ich glaube beinahe... Ja. Ich glaube beinahe, ich bin in mich gefahren. Nee, da kann ich nicht nachgeben. Ausgeschlossen.
Was will sie denn bloß? Mann, das kann man gar nicht laut sagen, so verrückt. Dann sag's doch leise. Kirchlich getraut will sie werden. Also, was wollt ihr? Wir wollen mal hintereinander, bitte. Nein, ich meine, ihr sollt hintereinander erzählen. So. Also, es ist nämlich peinliche Sache, Frau Forsche. Wir haben die Wahrheit herausgefunden. Ja, Perlitz. Ich rede. Perlitz war bloß ein Spitzel und Erpresser. So, bloß ein Spitzel und Erpresser. Tja, ganz klare Sache. Und deshalb, die Briefe mit den anonymen Warnungen, das sind doch Sie schuld. So. Und woher wisst ihr das? Ha, Köpfchen. Kombinationsgabe, klare Indizien. Freimütiges Geständnis könnte Ihre Lage nur verbessern, Frau Forsche. Wir wurden auch nicht verraten, wenn Sie... Halt die Klappe. Klingt ja sonst wie Erpressung. Ich verstehe kein Wort. Also Vorschlag. Gentleman Agreement. Sie bringen uns drei als Zeitungsträger unter, bei den Nachrichten. Mhm. Und wir? Naja, wir wissen dann eben von nichts. Na, nehmen Sie an? Mal langsam. Also Zeitungen wollt ihr austragen? Mhm. Vor der Schule. Geht ganz gut. Wisst ihr denn auch, dass das eine sehr schwere Arbeit ist? Klar. Aber wir sind ja noch jung. Und warum wollt ihr unbedingt arbeiten? Verdienen, ist doch klar. Self-made man. Ach so. Mhm. Wissen eure Eltern das? Nee. Nein. Dürfen sie auch nicht wissen. Kein Wort. Ach, und warum? Na, offenes Wort. Unter uns. Wir sind raus bei Baumanns. Und Professors auch. Schon vor ein paar Tagen. Auf einmal waren sie da. Das Luder, die Mia, hat sie brieflich verhetzt. Das ist schlimm. Und nun? Eben nicht. Bleibt auf der ganzen Linie. Schrecklich. Und wo wohnt ihr? Möbliert. Mutter will eine Aufwartung machen. Aber dann reicht auch noch nicht. Wisst ihr, dass es gar nicht so einfach ist, euch zu helfen? Wenn ich euch bloß was anzubieten hätte. Ach, ja, lass mal, deswegen sind wir nicht hier. Ach, Lisbeth, dass ihr überhaupt gekommen seid. Ist ja gut, Ida. Man ist ja gar nicht so. Man ist ja kein Unmensch. Wirklich nicht. Wir wollen euch nämlich einen Vorschlag machen. Nanu. Sag guten Tag, Ernst. Tag, Onkel. Tag, Tante. Na, bist mal auch böse auf uns. Denken ist nicht verboten, Onkel. Benimm dich ernst. Wo sind denn die anderen? Die hatten noch was vor. Herein. Hm. Entschuldigen Sie, hier ist einer von der Polizei. Geht in Ordnung. Dritter Rang, 14 Mark 80. 2, 3, 4, 5. Haben Sie Machorka? Machorka? Wartet mal ein bisschen. Erstmal die Kundschaft. Machorka führen wir nicht mehr. Aber vielleicht hier. Jägerstolz? Nein, Machorka. Mensch, die werden staunen. 10 Zigarren für Plischke, ein Viertel Kaffee für Mutter. Bist ja so blass, Gustav. Ist eine Sünde, Adolf. Geklauter Tipp. Quatsch. Ja, wenn's noch 14.800 Mark gewesen wären. Oder erster Rang. 148.000 Mark. Aber 14 Mark 80. Trotzdem, geklaut ist geklaut. Und wenn's rauskommt? Ach was, von so einem Spitzel. Der Perlitz hätte die Karte ja doch nicht mehr abschicken können. Mensch, Gustav, Polizei! Ernst hat uns verpfiffen. Hier, ihr beiden, euer Geld! Halt, jetzt halt. Kriegen Sie sie. Ja, ja, die Jugend von heute. Aber ich sage Ihnen, also zu aufregend, gestanden. Und ich sage Ihnen, es geht nicht über Machorka. Denn wenn man so im Wald und auf der Heide... Aber Sie halten ja das Glas ganz verkehrt. Ganz klar. Jugendliche Kriminelle. Typisch. Geben Sie das Glas doch her. Jetzt ist es soweit. Auch Plischkes hat ein gütiges Geschick versorgt. Baumanns erwachtes Verwandtengewissen bietet ihnen Hilfe an und die Polizei gar setzt den kleinen Detektiven eine Belohnung für zweckdienliche Mitteilungen in Sachen Perlitz aus. Eine Menge Glück also auf einmal, von den 14,80 Mark Totogewinn gar nicht zu reden. Ich muss endlich mein Gewissen erleichtern. Vor Plischkes und Professors habe ich auch gar keine Angst mehr. Nur noch vor ihrem Max.
ist er. Max, ich mach schon auf. Aber kein Wort, bitte. Wollen Sie es ihm immer noch nicht beichten? Ich fürchte, er wird mir an die Kehle springen. Er muss mich ja geradezu hassen. Soll ich es ihm beibringen? Ich stehe so lange mit ihm daneben an. Es kam eben gar nicht darauf an, ob wir was getan hatten. Der bloße Verdacht genügt oder eine Anzeige. Das weiß drüben jeder. Ach ja, ihr seid gut zu mir. Ihr seid nicht böse, aber... Da. Ruhig, Frau Bonn. Nun, Herr Beutner. So schlimm. Also ja. Und was tun Sie nun mit mir? Das. Hartungs? Mach die Tür an. Wie kommen Sie denn hierher? Sind Sie krank? Da wird sich aber Ihre Schwester freuen. Kommen Sie. Nein, nein. Später vielleicht. Wer ist denn noch da außer Beutner? Eine ganze Hausversammlung. Meine Eltern, Gemolz und Öse Krüger. Hast du eine Zigarette? Eben nicht. Soll doch gerade welche holen. Tja, aber Sie können doch hier nicht auf dem Treppenhaus bleiben. Kommt gar nicht in Frage. Ich bringe Sie ins Schlafzimmer. Merkt kein Mensch. Kommen Sie. Keine Bange. Ich die Posten vor der Tür. Ehrenwort. Was sagen Sie denn dazu, Herr Fischer? Ach, denken Sie nur der Abend. Alle Tage diesen Nachtvorlesungen. Ja. Das ist wahr, Frau Baronin. Ja. Alle Achtung vor dem Professor. Mhm. Stimmt. Wenn ich einen Hut auf hätte, ab mit ihm. Vor ihm. Ihr Max war vorhin auf dem Pfarramt, deswegen ist er so spät gekommen. Ach, bei Ihrem Teleologen. Du? Bei unserem Pfarrer? Hm? Bei deinem. Ist das wahr? Ja. Und? Ich sagte ihm, dass ich nichts glaube. Und er? Er sagte, schade, aber das wird schon noch werden. Und? Ich war wütend. Und? Ich bin es noch. Liebe Freunde! Und? Ich habe das Aufgebot bestellt. Mann. Dreh doch mal einer das Radio ab. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Rede gehalten. Stimmt ja gar nicht. Damals in der Hausversammlung. Das war nicht sehr fein von Ihnen, Frau Ford. Aber egal. Dann muss ich eben heute. Ich war mein Leben lang ein Mann, der immer Angst gehabt hat. Ihr lacht, aber das ist ernst. Immer hatte ich Angst. Als Kind vom Hund, als Soldat vom Unteroffizier. Ach, als Soldat hat man auch Angst. Als Lehrling vorm Chef. Als BG vom Blockwalter und als Genosse vom Hausvertrauensmann. Und nun frage ich euch, was hat mir meine Angst genützt? Der Hund, als er die Angst gemerkt hat, hat mich erst recht gebissen. Der Unteroffizier hat mich noch mehr geschliffen. Schleift man denn Soldaten? Nur sonntags. Der Chef hat mich ausgenutzt. Und Blockwalter und Hausvertrauensmann haben mir die Nachtruhe geraubt. Hier, wo mich keiner zwingt, so und nur so und nicht anders zu sein, habe ich bemerkt... Bloß wir selbst mit unserer Angst. Wir machen ja erst all das, wovor wir uns hinterher so fürchten. Wir werden sagen, du hast Glück gehabt, du hast gut reden, Geld ist gut gegen Angst. Ich sage euch, es hat alles nichts zu sagen. Entbehrungen nicht. Notquartiere nicht, rumgestoßen sei nicht, es hat nichts zu sagen vor dem Leben ohne Angst. Und wenn die Plischkes von drüben und die Glücklichen hier das kapieren werden, dass nämlich bloß die Feigheit mit Gewalt regiert und nur Feigheit den Frieden gefährdet
und dass man ihm also bloß ohne Angst entgegentreten muss. Dann wird die große Angst drüben wie drüben genauso sterben, wie bei dem kleinen alten Angsthase Fischke. Und dann wird es eines Tages ganz von selbst endlich wieder sein Hüben und Drüben geben. So. Ja, zum Schluss muss ich noch allen danken, die uns hier aufgenommen haben und uns geholfen haben. Ja, manchmal Ärger gehabt mit ihnen. Mhm. Oft sogar. Und sie noch mehr mit uns. Denn einfach ist das nicht mit Leuten, die aus der Angst kommen und vor dem Nichts stehen. Aber wir müssen gerecht sein. Hier sind sie noch zu jung in ihrer Freiheit und auch noch zu neu in ihrem Reichtum. Sie wissen es nicht besser. Aber sie werden es schon noch lernen. Und dann werden sie mit mir sagen, was ich jetzt zu euch und mir selber sage, keine Angst, fürchte Gott. Keine Angst. Kommilitoninnen und Kommilitonen, alle Freiheit ist nur begreifbar durch Unfreiheit. Alle Unfreiheit ist tödlich, wenn sie von rein materialistisch gearteten Gewalten ausgeht, weil sie unumgänglich die Entwürdigung des Menschen und die Aufhebung seiner Eigenverantwortung zur Folge. Ja, ich muss in dieser Stunde bekennen, dass es ein unverdientes Glück für mich war, dass ich, der diesem Entwürdigungszustand durch die Gewalt totalitärer Systeme bereits verfallen war, dass ich in diesen Zustand absoluter Unfreiheit nicht wehren durfte. Ich hätte Falsches gelehrt. Denn erst heute habe ich begriffen, dass der Mensch nur in dem Maß frei sein kann, indem er sich das Bewusstsein seiner Freiheit durch die Hingabe an eine transzendente Gewalt zu erobern vermag. Nur diese geistige Gewalt lässt uns im Gehorchen frei und in Freiheit gehorsam sein. Wolfgang schläft. Lena endlich zu ihm kann. Er ist zu müde, zu erschöpft. Was hatte der Arme durchgemacht? Lena ahnt es instinktiv. Erst später wird er es ihr bestätigen. Auch er wurde gewarnt. Aber er nahm das nicht ernst. So musste er sich denn für 5 Parteien, die aus seinem Haus verschwunden waren, verantworten. Er wurde 11 Tage und Nächte lang verhört. Auf der Fahrt in ein anderes Gefängnis hat ihm ein Volksordner zur Flucht verholfen. Das